Hallo und willkommen zurück bei On the Table mit dem Weekly Update. Ja, sind mal wieder 2 Wochen vergangen. Eine Entschuldigung spare ich mir, deswegen ist es halt. Es ging irgendwie halt nicht letzte Woche, obwohl da einiges da war, aber naja, es hat halt nicht sollen sein. Gut, aber dafür halt diese Woche ein bisschen mehr. Man sieht hier hinten steht wieder so eine kleine Mauer an irgendwelchen Kisten. Da kommen wir dann aber zum Schluss zu. Zuerst mal der Kram, der hier in der Zwischenzeit so passiert ist. Zum einen, ja, einer meiner Meganobs ist auch ein bisschen weiter gekommen. Da wurde jetzt halt ein Wash aufgetragen. Ein paar Details wurden halt während des Streams irgendwie aufgemalt. Die Haut habe ich dann anschließend nochmal versucht ein bisschen zu highlighten. Ist natürlich immer noch nicht so ganz, wie ich es mir vorstelle, aber es geht. Die Rüstung habe ich dann zwischendurch auch noch mal ein bisschen aufgehellt. Die war vorher auch noch ein bisschen dunkler. Das Ganze wurde dann noch versucht mit Silber oder halt, ich glaube, war eigentlich eher so ein Stil, mit so einer Stilfarbe von P3, glaube ich, mit diesem helleren, was ich halt habe, wurde ein bisschen getrybrushed. Sieht man allerdings jetzt nicht so stark. Deswegen fehlen noch so ein paar Details hier an den Piping. Ich habe jetzt zwischenzeitlich auch ein neues Gelb, das ich dann da auch nochmal auftragen kann. Da muss ich nur nochmal dann drüber waschen, damit es nicht ganz so stark auffällt. Bin noch nicht so hundertprozentig mit ihm zufrieden, aber man sieht schon mal halbwegs, wo die Reise hingeht. Der Meganob, da habe ich noch gar nichts irgendwie gemacht. Dafür halt den dritten Kollegen, der ja vorher blau war, in Ermangelung einer anderen Farbidee. Aber dadurch, dass ich eigentlich jetzt so gedacht habe, dass die ganze Ork-Armee eher so eine schwarze Rüstung halt trägt und nur vielleicht so ein paar einzelne, also so ein paar einzelne Irre halt rot sind, ist dann halt der ganze Rest schwarz. Wollte ihn eigentlich so ein bisschen zum Experimentieren behalten, habe das auch gemacht, aber ja, das Experiment war nicht so wirklich glücklich gewesen, deswegen habe ich ihn hier in ein kleines Spiritusbad getaucht, die blaue Farbe halt runtergenommen und jetzt halt hier nochmal grundiert und schwarz bemalt. Halt alles mit der Airbrush, deswegen ist hier noch alles schwarz. Deswegen halt die Haut und so weiter, das muss dann halt noch alles grün werden. Also das ist der Stand, so dass ich schon mal zwei der, ja, dieser kleinen Schutztruppe für den Boss halt zusammen hätte. Brauche ich dann halt nochmal zwei. Und dann hätte ich nochmal einen über, mal gucken, ob das dann halt auch wieder ein Big Mac wird oder halt doch noch irgendwie hier ein Meganob für irgendwie einzeln irgendwie hinzustellen. Mal schauen. Auf jeden Fall ist es so, glaube ich, eine ganz gute Alternative, dass ich den dann jetzt hier auch noch schwarz male. Dann während einem anderen Stream habe ich den Captain Artemis von der Deathwatch bemalt. Ist jetzt natürlich auch nur die Grundfarbe irgendwie drauf. Aber so langsam komme ich mit der Hautfarbe ganz gut hin. Ist jetzt natürlich nicht versiegelt, deswegen ist es auch nicht ganz ausgebessert. Man sieht es halt hier an dem, dieser komischen Düse vom Backpack. Aber ansonsten sind so, glaube ich, alle Details halt drauf. Ich weiß noch nicht, was ich hier mit diesen Leitungen mache, wie ich die bemale. Vielleicht dann auch gelb oder halt blau. Mal gucken. Ja, und dann muss es halt nochmal versiegelt werden. Und ja, dann braucht er noch ein kleines Wash. Und dann geht es halt ans Detaillieren. Allerdings sind die anderen ja auch noch nicht viel weiter. Deswegen kann das halt noch so ein bisschen dauern. Aber es ist halt so eine Sache, die ich irgendwie immer irgendeines Streams halt mache, wenn sonst nichts anderes ansteht. Dann
habe ich mich auch ein bisschen um die anderen Orks gekümmert. Da habe ich ein bisschen weiter experimentiert. Ich wollte ja nicht nur hier die normalen Ork-Boys halt haben. Also die sind jetzt hier aus der Start-Collecting-Box. Man sieht, die sind halt ein bisschen kleiner, haben halt einfache Einhandwaffen hier irgendwie dabei. Man kann auch welche mit Zweihand irgendwie bauen. Aber ich wollte jetzt halt auch hier irgendwie halt Waffe und Nahkampfwaffe halt haben. Nur waren die mir irgendwie dann zu einfach und hatte dann gedacht, okay, es gibt ja auch diese Uruks von Age of Sigmar. Und dass man die dann irgendwie ein bisschen untereinander halt mischen kann. Allerdings haben die Art Boys zwei kleine Probleme. A, man sieht, sie sind größer. Das heißt, ich kann halt hier die Arme, die ich irgendwie sonst übrig hätte, nicht so da dran pinnen. Außerdem, man sieht es hier halt auch ganz gut, die haben eine sehr, sehr merkwürdige Körperhaltung. Sieht definitiv merkwürdig halt aus, wie er sonst irgendwie die Waffen da halt hält. Bei ihm hier geht es jetzt halt noch, aber es gibt dann halt auch Körper, die also vom ursprünglichen her eine Zweihandwaffe führen und die dann halt so über den Kopf halt halt haben. Das mit den Einhandwaffen da irgendwie zu machen, sieht dann ein bisschen merkwürdig aus. Man kann die zwar auch mit den, also halt auch hier in dem Bausatz gibt es dann halt auch mit Einhandwaffen, dass die halt dann auch die Einhandwaffen so ein bisschen wild über den Kopf halt führen. Allerdings passen die dann halt besser, weil die dann ja entsprechend hier in diesen Gelenken dann halt auch abgeschnitten sind. Weil hier ist es ja jetzt mehr oder weniger so, der hat jetzt hier so ein doppeltes Schultergelenk mehr oder weniger. Deswegen sieht es halt auch ein bisschen merkwürdig aus teilweise. Und ja, wenn man dann halt hier die normalen Arme da drauf, also auf den anderen dann halt macht, das sieht gar nicht aus. Bei ihm hier ging es jetzt halbwegs. Muss ich mal gucken, wie ich das dann bewerkstellige. Ich hatte jetzt halt nur zwei gemacht. Halt einer mit dieser Zweihandwaffe, aber mit dieser ursprünglichen Waffe habe ich jetzt halt eingebaut und hier halt einen mit den Armen von Nob, die ich dann da verwendet habe. Wie gesagt, muss ich mal schauen, ob ich da noch irgendwie was Passenderes finde, was die dann irgendwie an Armen da dran kommen können. Oder ich müsste halt die Hände hier irgendwie abhacken und die Waffenhände dann da irgendwie nutzen. Muss ich mal schauen. Bin ich noch ein bisschen in der Arbeit drin. Hab jetzt nur mal erstmal so die Testleutchen hier gemacht. Dann, weil ich ja die Teile brauchte und wissen wollte, was noch so übrig ist, habe ich halt auch aus dem Start-Collecting-Box die Nobs hier zusammengebaut, halt diesmal alle mit Zweihandwaffe. Er hier hat jetzt halt gerade mal die eine Nahkampfwaffe, alle anderen haben Fernkampfwaffen. Damit ich auf jeden Fall schon mal irgendwie Bits habe für die Umbauten. Die sind ja so geworden, wie man sie halt kennt. Die hatte ich schon mal gebaut, allerdings nie fertig. Und ja, jetzt ist halt hier die zweite Sorte dran. Auch die werden dann meine Orks hier ein bisschen erweitern. Und weil ich jetzt halt nicht wusste, was dann halt so passt, hatte ich mir halt ja auch noch von Age of Sigmar die die Broods von den Orks geholt. Das sind dann auch 5 Stück. Die waren eigentlich halt auch dafür gedacht, dass hier die Arme der Nobs halt dran gepömpelt werden. Das funktionierte wesentlich besser, auch wenn ich jetzt halt hier die Waffen der Meganobs an ihm hier dran habe, deswegen sind die ein bisschen übertrieben groß. Aber mir gefallen diese Umbauten wesentlich besser als die von den Art Boys. Deswegen habe ich mir überlegt, dass meine Ork-Armee eigentlich aus größeren Orks dann besteht,
die dann irgendwie als Fußtruppen rumlaufen. So dass ich mir auf jeden Fall noch eine Box mit Nobs, also die neuere, hole. Und eventuell halt noch so eine Box mit den Prudes. Und die dann halt auch nochmal hier so ein bisschen modifiziere, dass sie halt ins 40k-Universum halt reinpassen. Das sollte dann halt gehen. Dann habe ich da auch ein paar Armeen und halt hier die kleinen Boys, die werden einfach Mitfahrer auf dem Truck oder auf dem Rhino. Da werden einfach nur die aus der Start Collecting Box dann halt einfach gebaut und mal gucken, welche ich dann verwende, die dann da einfach da aufsitzen, vielleicht irgendwo noch rumhängen, mal schauen. Also ich werde, eigentlich hatte ich vorgehabt, halt noch irgendwie eine normale Rockboy Box nochmal irgendwie dazu zu holen, aber das wird dann doch ein bisschen zu viel, deswegen zwei Boxen mit, oder halt jeweils eine Box mit den Prudes und den normalen Nobs. Dann, ja, dieses Schmuckstück hier, halt ein Rhino, halt das Rhino habe ich mir auch letzte Woche erst gekauft. Es ist pink. Sehr, sehr fluffig pink. Ist ein kleines Experiment, hat jetzt keine Bewandtnis für meine Deathwatch-Leute oder für die Orks, sondern hier will ich einfach nur ein Farbschema ausprobieren. Deswegen ist es pink. Wie es nachher aussehen wird, weiß ich halt noch nicht. Wie gesagt, das ist halt. Ich habe mir es halt geholt, weil hier so ein Rhino nicht allzu viel kostet und halt ja hier schön boxy halt ist. Da kann man halt ein bisschen mit Airbrush und so weiter üben. Deswegen gibt es halt hier ein pinkes Rhino. Mal gucken, wie es dann nächste oder übernächste Woche dann halt aussieht. Vielleicht kann man dann schon erkennen, was das Ziel war. Ich weiß halt nicht, ob ich es hinbekomme, aber ich werde es dann euch sagen. Ja, mein RX-78 habe ich auch ein bisschen weitergebaut. Allerdings will ich das jetzt so nicht zeigen, aus Gründen. Da, ja, der ist halt versiegelt, nachdem ich da einmal Bullshit gemacht habe und ihn aus Versehen matt versiegelt habe, habe ich ihn nochmal versucht glänzend zu versiegeln. Es ist teilweise gelungen, allerdings ja, durch dieses doppelte Versiegelung sind die Teile ein bisschen zu dick geworden. Also Bewegung ist da schwieriger als sonst irgendwie was. Macht aber nichts, momentan ist er soweit zusammengebaut, es fehlen noch so ein paar Teile, die ich festkleben muss. Und ja, dann geht er ins Decaling. Da hat mir, oder habe ich bei Samuel Decal auch ein paar Custom Decals bestellt, die muss ich halt auch noch auftragen. Ich weiß halt nur noch nicht wann. Ich habe es vor, jetzt diese Woche dann irgendwie zu machen, aber ich, Decaling ist jetzt nicht so das, worauf man sich dann halt freut und man sich dann halt dann doch immer irgendwie ein bisschen aufschiebt. Gut, aber das muss ich auf jeden Fall machen, weil die Deadline kommt dann doch schon nahe und ich wollte eigentlich da auch noch ein Diorama zu bauen. Habe ich auch schon angefangen, bin aber da noch nicht so ganz glücklich mit. Also es könnte eventuell sein, dass es kein Diorama dazu gibt, dass einfach nur der Gundam da ist. Ich versuche das Diorama trotzdem irgendwie hinzubekommen, aber ja, momentan ist das irgendwie nicht so wirklich zu gebrauchen. Muss ich mal schauen. Da gibt es dann aber auch erst Bilder zu, wenn er dann tatsächlich fertig ist. Allerdings habe ich dann auch noch was Neues angefangen. Hier, der Bandai X-Wing. Den habe ich wieder auseinandergenommen und schon mal geairbrushed und die Grundfarbe aufgetragen. Das heißt, da wird dann halt auch lustig versiegelt. Wahrscheinlich halt heute im Stream. Und ja, dann kann er es ein bisschen trocknen, dann kann er oder kann ich ihn auch hier die Woche über zusammenbauen.
Deswegen sind ja nicht allzu viele Teile im Vergleich zu einem Gundam. So, dass das relativ schnell vonstatten gehen sollte. Und ja, dann muss da natürlich auch das Decaling gemacht werden. Ja, irgendwie zweimal Decalen hintereinander mit Waterslides wird für mich eine persönliche Herausforderung werden im Bereich der Langeweile. Deswegen, mal gucken. Aber zusammengebaut werden sollte er diese Woche auf jeden Fall noch werden. Da wollte ich jetzt auch die neue... Puh, ich weiß noch gar nicht, ob ich es damit probieren will. Bin gerade am Überlegen, ob ich die dieses Aquacloth von Elklet verwenden will. Eigentlich nicht. Ich glaube, da bleibe ich immer noch beim normalen Cloth für die erste Versiegelung. Ich muss mir nur irgendwann mal überlegen, welches Modell ich mit dem Aquacloth halt probieren werde, um da halt auch Ölfarbe aufzutragen. Deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das mit dem Aquacloth so gut funktioniert, dass ich da nicht die Versiegelung mit runternehme. Müsste ich vorher ausprobieren, denke ich mal. Na gut, ich habe noch ein paar Löffel, da kann ich es testen. Und dann sollte das dann irgendwie möglich sein. Vielleicht kann ich ihn dann doch noch nicht die Woche hier zusammenbauen. Obwohl, ist eigentlich wurscht. Ich kann ja immer noch die ganz normale Versiegelung drauf machen. Ist egal. Dann kommen wir zu den Sachen, die ich mir noch bestellt und gekauft habe. Das weiß ich gar nicht. Ob ich die schon vorgestellt habe, ich glaube eigentlich nicht. Was hatte ich denn hier noch dabei gehabt? Weiß ich gar nicht mehr. Also ich habe auf jeden Fall noch hier den Chieftain von Age of Sigmar. Den wollte ich ja auf jeden Fall noch irgendwie halt haben. Der war ja nur in der Silver Tower Box mit dabei. Deswegen habe ich ihn hier halt noch bestellt und ja, ist halt relativ einfach aufgebaut. Davon gibt es aber auf jeden Fall noch ein Review. Und den Deathwatch Watchmaster, halt der Chef für meine Deathwatch. Hier ein relativ einfaches kleines Modellchen. Ich weiß gar nicht, was ich bei der Bestellung dann noch mit hatte. Irgendwas war, aber ich weiß nicht mehr was. Die habe ich nur irgendwie dabei bestellt, weil ich dann sowieso irgendwie was bestellt hatte und die dann mitgekommen sind. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Weil das Rhino und die Uruks, die hatte ich hier in zwei Läden in Trier gekauft. Ich weiß es nicht mehr. Ah, Basis hatte ich bestellt, genau. Die hatte ich bestellt, die habe ich jetzt noch nicht hier liegen. Die habe ich halt auch schon zum Teil bemalt. Der Slaughter Priest steht schon auf einem drauf, der ist aber auch noch nicht fertig. Die hatte ich dann mitbestellt und da habe ich die dann irgendwie, oder halt die Bases waren eigentlich das Füllmaterial und die zwei habe ich dann halt regulär gekauft. Ja, die Orks. Wie gesagt, die eine Box, die habe ich ja schon soweit gebaut. Das sind halt diese Art Boys. Man sieht halt hier, was ich denn gemeint habe, die haben halt hier diese Zweihandwaffe hier so komisch über dem Kopf. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, wenn die halt diese Zweihandwaffen halt haben, wenn man die Warhammer 40k Waffen halt nutzt. Deswegen hier geht es halt noch mit den Einhandwaffen, aber das sind halt auch ja entsprechend passende Teile, sodass es nicht so ganz so verarscht aussieht wie halt er hier. Sind aber trotzdem coole Modelle, also ich hätte mich irgendwie gefreut, wenn es halt funktioniert hätte mit dem Umbau. Jetzt habe ich halt ein paar Art Boys. Vielleicht nutze ich die halt dann auch halt hier irgendwie die, wo halt diese Waffe einfach über dem Kopf halt haben, dass die halt diese grobschlächtigen Äxte und Keulen haben.
Und alle anderen muss ich mal schauen, ob da nicht dann doch irgendwie die ganz normalen Knob-Arme doch irgendwie passen. Dann werden sie halt für die Armee gebaut, ansonsten habe ich die über. Haben auf jeden Fall noch einige Bits übrig, denn hier diese Fahnen und Standarten, da gibt es einige mit dabei. Außerdem haben die ein cooles Schild. Also Schild ist jetzt vielleicht übertrieben, aber die haben halt so einen, ich nenne es mal einen verbesserten Armschutz, den man auch irgendwie hier aufsetzen kann. Ist halt auch ein ganz cooles Bit. Auch hier die Trommel ist ganz cool, die man dann sonst noch irgendwo verwenden kann. Sehen gerade halt hier die Fahnen, da hätte ich schon irgendwie eine Idee, wo die dran kämen. Und ja, mal gucken, was da draus wird. Vielleicht, wenn das halt dann auch einfach nur sonstige Modelle, die jetzt mit meiner Ork-Armee dann nichts so zu tun haben. Muss ich mal schauen. Vielleicht irgendwie einzeln mal irgendwie bemalen, halt auch in anderen Ork-Körperfarben und das dann irgendwie vielleicht mal als Giveaway raushauen. Keine Ahnung. Mal schauen. Ich habe es auf jeden Fall mal da. Ein paar werde ich nochmal für Warhammer 40k halt antesten. Aber mal gucken, was dann halt da draus wird. Also ich habe mich jetzt dann halt eher auf die Brutes dann eingeschossen, dass die dann halt meine Armee ein bisschen bevölkern. Ja, dann hat mir der Olli auch letzte Woche ein paar Gundam-Sachen geschickt. Einmal hier das Option Set 5 für die Iron Planet Orphans Modelle. Deswegen hauptsächlich halt hier für den Gundam Lupus. Der hat halt hier diese lustigen Unterarmgeschütze, die im eigentlichen Modell nicht mit enthalten sind, und spezielle Hände. Ich weiß jetzt nicht, welche Hände im Originalbausatz mit dabei sind, aber halt hier diese Hände sollten besser aussehen als die, die dabei sind. Muss ich mal testen. Auch hier die einzelnen Knüppel, die gehören auch irgendwie dazu. Diese Waffen weiß ich gar nicht, wozu die hingehören. Müsste man dann halt testen, ob die auch irgendwo anders dran passen. Aber das ist was, was in ferner Zukunft dann irgendwie gebaut und ausprobiert wird. Natürlich habe ich auch den Lupus geholt. Jetzt sind die Geschütze müssen ja auch irgendwo dran. Also einmal den High-Grade Lupus. Und auf den warte ich auch schon ein bisschen länger. Den Gundam Asteroids Origin. Also nicht diese asymmetrische Version, die ich halt auch schon dann doppelt gebaut habe, um sie symmetrisch hinzubekommen, sondern hier in der Ursprungsversion in Rot. Mit diesem lustigen Schulterflügelchen hier. Den gerade hier in diesem Flugmodus, also der Flugmodus sieht ja so ganz cool aus. Deswegen sieht zwar irgendwie ein bisschen merkwürdig aus mit diesem Ding, aber halt dieser Flugmodus sieht dann doch ganz praktikabel aus. Wird also auch noch irgendwann mal gebaut werden. Hoffe ich zumindest mal. Momentan ist irgendwie immer nur kaufen, kaufen, kaufen. Ich weiß, es ist schlimm mit mir. Ich würde gerne wesentlich mehr bauen, aber ja, deswegen ist es halt problematisch, wenn man halt noch irgendwie Vollzeit arbeiten geht. Deswegen in den 2 Wochen Urlaub war das immer so schön gewesen. Da konnte ich halt irgendwie vormittags das eine machen, nachmittags das andere. Hat alles immer wunderbar funktioniert. Dann, der hier, man sieht es nicht, weil die Box so ein bisschen groß ist. Es ist der Super Custom Saku F 2000 von Gundam Builders, also irgendwie so ein bisschen die Vorversion der Build Fighters, ist eins der coolsten Modelle aus der Serie.
was sie so rausgebracht haben. Außer halt der Bear Guy. So, also diese erste Version, der dann wesentlich populärer in seiner Bildfighters und der Petit Guy Serie dann weiterlebt. Aber halt er hier sieht dann schon ziemlich krass aus. Deswegen wird er hier auch meine Saku-Sammlung mal ein bisschen erweitern, die ich immer noch nicht angefangen habe zu bauen. Da warten ja einige Sakus auf mich und ja, die müssen dann auch noch alle gebaut werden und der wird dann halt auch irgendwie dazukommen. So von der Optik her gefällt mir halt das Modell ganz gut. Mal gucken, wie es denn die Zeit ergibt, dass ich da halt noch ein bisschen weitermache. Ja, dann als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk habe ich mir dann am Freitag zum Black Friday ein bisschen was noch gekauft. Allerdings ohne, dass da jetzt großartig Rabatt drauf war. Deswegen ist es halt der ganz normale Fantasy-Welten-Rabatt drauf gewesen. Die waren da jetzt nicht rabattiert, weil die dann doch relativ neu sind, die Boxen. Und ja, also die hatten zwar einen Black Friday-Sale gehabt, jetzt hier noch das ganze Wochenende, wo einige Sachen bis zu 50% halt reduziert waren. Ich habe auch noch ein paar Farben gebraucht, deswegen ging das alles hier in einem. Das wäre als erstes diese Box. Deswegen, sie ist etwas groß, deswegen ja, geht es halt nicht irgendwie hier ins Bild rein, aber man sieht trotzdem, um was es geht. Es geht hier um Blood Bowl. Halt wieder so ein Spielset. Es ist tatsächlich weniger Modellbaumäßiges drin. Also ich kann mal gerade hier aufmachen, aber davon wird es dann auch noch wahrscheinlich diese Woche ein kleines Review geben. Das kommt da hin. Also wie gesagt, viel Plastik ist da nicht drin. Das Hauptteil sind tatsächlich hier irgendwie dieses Spielfeld und Würfel und alles andere. Das einzige Plastik, was halt drin ist, ist halt hier die Marker bzw. ja, Entfernungsmessungen und Abweichungen. Dafür gibt es dann halt irgendwie so einen kompletten Runner und dann jeweils hier zwei Gussrahmen für die Mannschaften. Einmal hier in lustigen Himmelblau für die Menschen, die halt dabei sind, und hier in Grün für die Orks. Also viel zu basteln ist da nicht mit drin, leider. Allerdings ist das dann halt auch ganz gut, deswegen kriegt man die dann sehr wahrscheinlich auch schnell gebaut und schnell zum Einsatz, um damit dann halt auch tatsächlich irgendwie richtig zu spielen. Es ist halt ein komplett anderes Spielsystem als jetzt hier 40k und Age of Sigmar und so weiter. Ich habe mir die Regeln noch nicht so ganz durchgeguckt, der ein oder andere wird es vielleicht aus den ja, PC-Spiele Segment halt kennen, da gibt es halt auch Blood Bowl als PC-Spiel, jetzt seit September auch in der Version 2. Ich weiß nicht, inwiefern die Regeln da sich ein bisschen unterscheiden. Also ich glaube, die Grundregeln sind dieselben, aber halt so ein paar Sachen sind da dann doch unterschiedlich, halt auch, glaube ich, hier von den ja, von den Aufstellungen her der Teams irgendwie. Also mir kam es jetzt vor, dass die PC-Version weniger oder halt mehr Leute haben, obwohl kann ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen, aber naja, egal, muss man halt schauen. Aber ich glaube, die Zusammensetzung ist ein bisschen anders. Und ja, gut, das Würfeln übernimmt halt der PC und halt das ganze Einzeichnen, das muss man dann halt hier selber irgendwie machen. Trotzdem eine ganz coole Sache. Da haben auch viele Leute drauf gewartet, weil im Prinzip ist es ein Re-Release mit neueren Figuren, mit ein paar angepassten Regeln, was jetzt irgendwie ja,
10 Jahre lang irgendwie nicht verfügbar war, haben sie jetzt halt wieder re-released. Ist halt so ganz nett. Kann man ja auch dann irgendwie als ganz normales Brettspiel dann halt nutzen, wenn man es bemalt hat. So, und die zweite große Box ist das hier, was ich mir eigentlich gar nicht kaufen wollte, wo ich gedacht habe, okay, da sind zwar hier die Custodes drin und die Sisters of Silence, die mich ja dann schon irgendwie am meisten interessiert haben. Allerdings habe ich so ein bisschen nachgeguckt gehabt und habe mich dann doch ein bisschen über den Fluff informiert zu den 1000 Suns. Und bin dann doch irgendwie bei denen hängen geblieben, hatte dann auch noch ein lustiges Bemalschema gefunden, wie man die halt bemalen kann. Da bin ich auch noch am Experimentieren, da liegen auf meinem Airbrush-Tisch noch ein paar Löffel, wo ich das ausprobieren wollte. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann holst du dir dann doch hier die Box und kannst dann mal hier die 30k 1000 Suns bemalen. Ja, und dann flattert mir natürlich der aktuelle Weitwurf hier rein. Und ja, was steht da drin? Release von den 1000 Suns im 40k, in dieser 40k-Variante. Ja, und jetzt habe ich hier irgendwie ein kleines Geldproblem, weil ich würde die gerne auch kaufen und bauen, sodass man dann irgendwie so eine Platte halt hätte mit 30k und 40k irgendwie so hintereinander oder halt gegenüber ist halt ein bisschen blöd, so ein bisschen fast gespiegelt. Also die Platte auf die Hälfte aufgeteilt und irgendwie links die 1000 Suns in Rot und für die 30k-Variante und dann halt rechts eine 1000 Suns Armee in Blau 40k. Schwebt mir halt vor, ist halt die Frage, wann ich es umsetze, wie ich es umsetze und wie teuer das Ganze wird. Halt hier die Box war ja schon teuer genug, aber anders als beim Blood Bowl hat man hier jede Menge Plastik drin. Ja, wird schön werden. Und ja, mir fehlt dann noch ein bisschen auch noch die Farbe. Mir fehlt noch irgendwie eine Farbe, beziehungsweise mir fehlen mehrere Farben, weil die Farbe, die ich jetzt halt habe, die wird nie und nimmer hierfür reichen komplett. Und ja, deswegen muss ich nochmal schauen. Also, das große Vorhaben wäre, also zumindest mal die Hälfte hiervon in dem roten Farbschema zu machen. Ich würde halt auch noch gerne das Betrayal of Kals Boxset halt haben für die anderen Space Marines Rüstungen. Davon halt dann auch irgendwie mal mindestens die Hälfte auch hier in Rot und dann die gleiche Anzahl an 1000 Suns für das 40k. Muss ich halt gucken, wie viel Platz die dann halt einnehmen. Also das würde jetzt eine einfache Platte werden, ohne großartiges Gelände vielleicht dann mit drin, dann halt nur wirklich die Figuren. Und ja, das wäre so mein Vorhaben, aber ich glaube nicht, dass es die, also ja, dieses Jahr sowieso nicht, aber ich glaube auch nicht, dass es nächstes Jahr irgendwie was da wird. Aber es wäre halt so eine nette Parallelalternative zu den Orks, deswegen, man, irgendwann kann man dann irgendwie die Jungs dann halt auch nicht mehr sehen, dann ist es halt ganz gut, wenn man dann irgendwie was zum Ausweichen hat. Momentan hatte ich ja noch hier die Deathwatch, die habe ich halt immer noch. Und ja, dann kann man irgendwie einen Tag Orks machen, einen Tag die machen, einen Tag irgendwie was anderes machen, einen Tag hier irgendwie Gundam airbrushen und so weiter, dass so ein bisschen Abwechslung halt hat. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich hoffe, Games Workshop bringt jetzt nicht noch mehr irgendwelche tollen Sachen halt raus. Das wäre ziemlich gruselig und ja, ich habe ein kleines Problem, dass ich halt hier irgendwelche Sachen kaufe und mir einfach die Zeit fehlt, es zu bauen. Deswegen manchmal wünschte ich echt, ich hätte halt keinen Job, könnte halt hier von Videos und Bauen irgendwie leben, aber das wird wohl nie passieren. Deswegen muss ich halt immer 8 Stunden da irgendwo, eigentlich dann halt länger als 8 Stunden auf Arbeit verbringen und
ja, Sachen, die ich jetzt eigentlich gern lieber machen würde, auf die Freizeit halt verschieben. Naja, kann halt nicht alles haben und irgendwie muss man ja sich hier das Hobby finanzieren. Deswegen mal gucken, wann das hier dann gebaut wird. Wann Blood Bowl gebaut wird, wann die Gundams gebaut werden, wann es hiermit irgendwie richtig weitergeht, wann die überhaupt mal fertig werden. Ja, wird alles ein bisschen schwierig. Deswegen, ich würde halt gerne viel mehr machen, aber die Zeit. Gut, das war's dann mit dieser Folge und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Also, bis dahin.